Sie beschäftigen sich in Ihren Arbeiten mit dem Thema Licht. Vielleicht könnten Sie das anhand der Kunstwerke hier im Hintergrund erklären. Ja, was Sie hier sehen, sind lauter Fotografien über das Thema Licht. Und zwar habe ich bei diesen Fotografien, außer bei den Polaroids, einen digitalen Film gemacht von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und habe da bei mir im Atelier alles weiß austapeziert, auch die Holzbalken, alles, und eine digitale Filmkamera mehrere Tage jeweils zu den Jahreszeitenwechsel laufen lassen. Es war da immer gleiche Lichtverhältnisse, ziemlich gleiche. Und dadurch, dass ich das nur mit einer einzigen Einstellung gemacht habe, die, wenn das Licht am stärksten ist, weiß ist, habe ich diese vier Filme gemacht. Und da sieht man jetzt diese starke Licht- und Farbveränderung, die man ja als Normaler nicht sehen kann, weil unser Auge immer adaptiert. Und das ist jetzt die große Überraschung auch für mich gewesen, dass hier zum Beispiel bei diesem Bild, das ist das Herbstlicht, in der Nacht fängt das an, in der Früh, und wo es hell ist, ist der Tag, und dann gegen Abend, und wo es grau wird, sind Wolken gekommen, dann wieder hell, und diese drei grauen Striche, da hat es geschüttet, und dann die Nacht und der nächste Morgen mit etwas Morgenrot, das ist das Herbstlicht. Und hier ist das Sommerlicht, und das auch gegen Abend mit diesem Abendrot, Abendrosa muss man sagen, und blau, und dann kam eine Wolke, und durch die Wolke durch dieses gelbliche Licht, und wie es dann langsam dunkler wird, auch Grüntöne, und der nächste Morgen. Und hier ist es bei diesem Bild, ist es eine Sequenz von hier vom Anfang, vom Sommerlicht vom Anfang. Das sind nur diese einzelnen Uhrzeiten mit dem Farbton heraus, und das sind ganze höchstens 10 Minuten, und man sieht diese starke Farbveränderung, und das finde ich ja unerhört spannend. Und die Polaroids im Hintergrund. Die Polaroids, das sind auch von einer, diese zwei Arbeiten sind von einer weißen Wand, eine weiße Fläche, zu zwei verschiedenen Tageszeiten. Und bei Polaroid ist der Blauanteil des Lichtes beim Filmmaterial nicht rausgefiltert. Also kann man den Blauanteil des Lichtes festhalten, was schon sehr spannend ist. Ich habe auch große Serien davon gemacht. Oder das hier war eine rote Fläche gegen Abend. Wann haben Sie begonnen, sich mit dem Thema Fotografie und Licht zu beschäftigen? Das war 1979. Also ich wollte lernen, meine Bilder zu fotografieren. Und das kann ich bis heute nicht, meine Ölbilder. Aber ich habe was Neues für mich entdeckt. Habe zuerst Schwarz-Weiß-Fotos gemacht, mir eine Dunkelkammer eingerichtet und beobachtet, wie das Licht durch meinen Raum, durchs Atelier wandert. Und dann habe ich Polaroids, diese SX-70, gleichzeitig gemacht, um zu sehen, wie die Farbe sich entwickelt. Und ich hatte 1984 eine Ausstellung im Palais Liechtenstein, da hatte ich ein Raumkonzept gemalt und musste aufpassen, dass meine Bilder trocknen und nicht Besucher draufgreifen, und habe daneben eben die weiße Wand fotografiert, so während des Tages, auch mit Polaroid, so 10 Tage hintereinander und in Schwarz-Weiß. Und da habe ich 2 Serien mit je 84 Schwarz-Weiß-Fotos von einer Woche in der Ausstellung gemacht. Und so ging es dann weiter, dann mit Polaroids und mit dem größeren Format, und zum Schluss konnte ich ja auch mit der weltgrößten Kamera arbeiten in Boston. Und das war ganz spannend natürlich für mich, sehr spannend.